hier ist wieder Felix von Elektrofan. Wie immer direkt aus China, diesmal mit einem Weltmeister-Spezialangebot. In dem Fall habe ich hier einen Magnetschwebeglobus basierend auf elektromagnetischer Anziehung. Der Magnetschwebeglobus ist erhältlich hier in vier verschiedenen Farben, wie wir sehen können. Einmal Gold, einmal Hellblau, einmal Schwarz und einmal Dunkelblau. Wir haben hier die dunkelblaue Version. Ich gehe einmal direkt auf den Lieferumfang ein hier. Hier haben wir einmal ein Netzteil. Falls ihr aus Europa bestellt, da packen wir da direkt für euch ein europäisches Netzteil rein. Also das ist absolut kein Problem. Okay, und dann einmal hier den Magnetschwebeglobus selber. Der hat in dem Fall hier einen Durchmesser von 14 cm und ist mit Beschriftung in englischer Sprache. Sowie einmal hier die Basis. Die Basis ist in dem Fall 18,5 x 18,5 cm. Da werden wir jedoch verschiedene Basen im Angebot haben. Einmal gibt es die Form als Buch, dann gibt es einmal eine rundliche Form und dann einmal diese Form. Wie gesagt, hier haben wir auch einmal vier LEDs mit eingebaut, die wir dann wahlweise an- und ausstellen können. Okay. Was ist so besonders an diesem Gadget, würde ich mal sagen? Sobald wir den Globus hier aufgestellt haben, schwebt er ca. 2,5 cm in der Luft und das werde ich euch jetzt mal im nächsten Schritt demonstrieren. Um den Globus in die richtige Position zu bringen, müssen wir einmal das Netzteil einschalten und dann nehmen wir einfach einmal den Globus, positionieren ihn hier mittig. Das kann jetzt einige Male dauern, aber normalerweise, wie ihr sehen könnt, hat jetzt super geklappt sofort und er dreht sich danach auch, also ich kann ihn ja ganz ein bisschen anschubsen und wir sehen können, das wird jetzt auch so bleiben, also er wird sich weiterhin drehen. Ich werde euch das Ganze jetzt nochmal hier aus einer anderen Position zeigen. Jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive und wie man eindeutig sehen kann, schwebt der Globus circa 2,5 cm über der Plattform. Auch wenn ich jetzt hier meine Hand unter den Globus schiebe, wird ihn das nicht beeinflussen. Also er wird nicht auf die Basis herunterfallen. Und wir sehen, er ist auch relativ stabil. Also wenn ich ihn hier antippe und ein bisschen oben drauf haue, es wird ihm nichts tun. Ah, jetzt, das war ein bisschen zu viel in dem Fall. Aber wie ihr sehen könnt, auch um es wieder hier drauf zu bringen, ich habe ihn jetzt schon wieder zurückgestellt, das ist absolut gar kein Problem. Und er ist wirklich relativ stabil hier in seiner Position. Ich habe sogar gelesen in einigen Seiten, das werde ich euch jetzt mal demonstrieren, ob das auch wirklich funktioniert. Ich kann das jetzt nicht garantieren, das ist wirklich jetzt mal ein Probefall. Wir checken jetzt einfach mal, ob wir ihn auch drehen können, denn ich habe wirklich gelesen in einigen Webseiten, okay, das funktioniert nicht. Also wir können die Position nur ganz einfach hier so belassen. Was ich euch nochmal ganz kurz zeigen würde, ist halt, wir haben halt auch die Möglichkeit, hier die LEDs nochmal einzuschalten. Also falls ihr nachts eure Erde hier beleuchten wollt, ist das auch absolut kein Problem und so sieht es dann aus. Von jetzt ab bei uns erhältlich, falls ihr Interesse gefunden habt, schaut doch einfach mal rein. www.elektrofan.com inklusive Versandkasten, das Ganze für 54,99 Euro jetzt bei uns. Alles klar, ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.